frohes neues Jahr wünsche ich euch. Ich hoffe, ihr seid alle gesund und munter, gut reingekommen. Ich habe heute den Harley Benton MicroCap für euch. Das ist ein Lautsprechersimulator oder ein Cap-Simulator, sagt man im Prinzip auch dazu. Ja, wozu braucht man den? Jetzt zum Beispiel in meinem Fall, ich spiele ja hauptsächlich Röhrenverstärker und ich habe mir allgemein, um die Lautstärke ja auch etwas runterzubringen und das ein bisschen wohnzimmerfreundlicher zu machen, habe ich mir den Harley Benton PA250 Power Attenuator gekauft. So, der hat aber auch zusätzlich noch die Funktion, dass ich auch ohne Lautsprecher mit diesem Ding spielen kann. Das heißt, ich gehe mit dem Verstärker direkt in den Attenuator und kann da dann ein Line-Signal abgreifen. Dieses Signal kann ich zum Beispiel in meinen Mischpult weiterleiten und dann schließe ich meine Kopfhörer an das Mischpult an und habe da halt direkt meinen Gitarrensound auf den Kopfhörern. So, nur ist nur das Problem, der Lautsprecher fehlt. So, ein Lautsprecher hat ja charakteristisch doch schon, ja, er färbt den Sound halt doch schon sehr stark und das ist wirklich nicht zu vernachlässigen. Man hört das ja schon, wenn man sich mal noch einen anderen Lautsprecher gekauft hat für seinen Verstärker und den reinbaut oder ein anderes Kabinett. Und da hört man doch schon deutlich die Unterschiede. Und dieses Gerät ist halt einfach dafür da, um diesen fehlenden Lautsprecher zum Beispiel nachzusimulieren. Das heißt dann im Prinzip, ich gehe von meinem Power-Attenuator, den ich da stehen habe, direkt vom Line-Out in diesen MicroCap, von dem MicroCap direkt ins Mischpult, kann da noch grob meinen Sound ein bisschen abmischen, bis er mir passt und habe den dann direkt auf den Kopfhörern. So, hier habe ich dann auch nochmal die Möglichkeit, über so ein gerastertes Potentiometer 11 unterschiedliche Lautsprecherkabinette einzustellen. So, da komme ich gleich nochmal ein bisschen genauer drauf zurück, dann mache ich auch gleich nochmal eine Nahaufnahme, damit ihr sehen könnt, was es da so alles einzustellen gibt. Ich habe hier oben nochmal einen Color-Regler. Damit kann ich nochmal die Höhen anpassen, falls es vielleicht ein bisschen zu scharf klingt zum Beispiel und ich das mit dem Mischpult nicht ausgewogen hinbekomme, kann ich hier einfach nochmal ein bisschen einstellen. Und ein Lautstärkeregler ist hier auch nochmal mit drin, um einfach das Signal anpassen zu können für mein Mischpult. So, dann zeige ich euch das nochmal von der Nähe. So, da hätten wir einmal die Nahaufnahme. Das erste, was ich leider sagen muss, das ist wirklich schwer sichtbar, also die Beschriftung. Das hat für mich jetzt auch eine Weile gedauert, das irgendwie aufs Video zu bringen. Das ist vielleicht nicht die beste Kombi, ehrlich gesagt, mit diesem Orange auf dem eloxierten Schwarz. Das ist halt nur so. Ich benutze das jetzt zum Beispiel auch nicht auf der Bühne, also in dem Fall stört mich das jetzt nicht sonderlich. In einem anderen Fall, ja, muss man halt vielleicht seine Einstellung auswendig lernen. Weil auf der Bühne von oben herab gesehen auf dem Pedalboard, vermutlich noch bei schlechter Beleuchtung, dann kann man da tatsächlich nichts erkennen. Das ist ein bisschen schade. Naja, gut. Zu den eigentlichen Eigenschaften. Wir haben hier einmal den Volume-Regler, da den Color-Regler und hier nochmal das gerasterte Potentiometer mit den 11 einzelnen Kabinetteinstellungen. Ja, wir haben sogar einen True Bypass, also das heißt, wenn das Pedal abgeschaltet ist, wird das Signal tatsächlich 1:1 durch das Pedal durchgeschickt und nicht verändert. Ja, wenn wir das einschalten, wir haben eine nette helle LED, die ist gut gelungen, finde ich, die ist nicht zu fies, also die verstrahlt einem nicht gleich die Augen und ist trotzdem gut sichtbar. Ja, wie gesagt, zu den Einstellungen. So, Harley Benton hat da wohl anscheinend ja so eine bisschen eigene Version draus gemacht, wie die alle heißen sollen. Ich kann sie tatsächlich nicht alle entziffern. Wir hätten hier zum Beispiel einmal den 4x12 V30. Da könnte ich jetzt erraten, das wird eine 4x12er Box sein, vermutlich Marshall-Style mit Celestion Vintage 30 Lautsprechern. Und wir hätten hier 2x12 AC, da vermute ich mal, da ist der Vox AC30 nachempfunden. Der hat ja typischerweise 2x12er Bestückung, in den meisten Fällen. Hier 1x12 AC, das wird der Vox AC15 sein.
Dann hätten wir hier noch den 1x10 TW. Das ist, schätze ich mal, ein Fender Tweed. Den gibt es nämlich auch nochmal in 1x8 Zoll Bestückung. Und das passt klanglich auch einigermaßen. Also es kommt schon hin, muss ich wirklich sagen. Ja, das mal grob zu den Einstellungen. Und jetzt werde ich einfach mal ein bisschen Gitarre spielen und einmal so ein bisschen durch diese Einstellungen durchgehen, damit ihr mal ein bisschen hört, was das Gerät eigentlich mit dem Gitarrensound so alles macht. So, nun habe ich meine Gitarre angeschlossen. Das Gitarrensignal geht nochmal durch den Hall, dann direkt bei mir in den Amp. Der ist gerade so auf halber Lautstärke, da fängt er ein bisschen an zu zerren. Der spielt in den Power-Attenuator und von dem Attenuator aus geht es mit dem Line-Signal in den Capson und von der Capson halt direkt ins Mischpult bei euch auf die Ohren. Ja, ich fange einfach mal an ohne die Capson. Dann hat man auch nochmal einen Vergleich, wie das halt so im Original klingt. Das war's dann für heute von mir aus. Ich hoffe, das hat euch gefallen und konnte euch vielleicht weiterhelfen in Sachen Entscheidung oder sowas. Ich für meinen Teil muss wirklich sagen, es ist ein gutes Werkzeug. Das hilft mir auf jeden Fall zu Hause beim Üben oder auch für einfache Aufnahmen, sage ich mal. Und ich habe soundtechnisch wirklich viele Möglichkeiten und kann mich da auf jeden Fall voll drauf ausleben. Und das ist echt ein super Gerät und das für 39,95 € bei Thomann vor einem Monat ungefähr. Da kann man tatsächlich nicht meckern. Es ist solide, das Alugehäuse voll, das Potentiometer, das fühlt sich gut an, da wackelt auch nichts. Es hat einen True Bypass. Ja, was will man eigentlich mehr? So, gut, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da oder abonniert den Kanal, meinetwegen sehr gerne. Das würde mir vielleicht weiterhelfen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.